Wo ist das? Berühr! What the fuck? Na. Boom. Oh ja, so macht das schön Schaden. Oh ja, das geht schon so. Wir nehmen mal ein. Oh nein! Geh auf Start, du Penner! Oh, ich wollte meine komische. Warum kann ich mich nicht bewegen? Hä? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay. Dann muss ich wohl mal. Tut mir leid. Warum sagt nicht Emulator-Stütze ab? Config. Control. Oben? Nein. Oben, nicht rechts. Oh. Down. Down! 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 Okay. Müsste jetzt wieder gehen? Ja, okay. Wir müssen irgendwie unser Leben. Aber ich konnte vorhin nicht meine Trunksleiste wieder auffüllen, was ja eigentlich mein Plan war. Ja, die hat aber toll aufgefüllt. Nee, darauf kann ich auch verzichten. Liegt es jetzt an mir oder ist die Musik leiser? Ich hoffe, das liegt nicht an mir. Tot. Du bist tot, mein Freund. Warum schießt du mich noch ab, wenn du tot bist? Wir haben es vernichtet. Ist alles in Ordnung hier, Django? Ja, kein Problem. Das ist mit, was ist mit allen anderen? Oh, denen geht's gut. Ich wusste gar nicht, dass du so kämpfen kannst. Es stimmt. Der am meisten weiß, spricht zuletzt. Hä? Das war fantastisch, Django. Ich habe dich wohl wirklich unterschätzt. Ehrlich gesagt, bin ich selbst etwas überrascht. Ich vermute, das habe ich all diesem Training zu verdanken, was? Jetzt können wir sicher aus der 13. Straße fliehen. Genau. Nur... Doch Ernst und Kane, Sicherheit? Die beiden sind kampferprobte Veteranen. Sie bereiten auf der Seite denn sie ja, die bereits auf der Seite deines Vaters kämpfen. Kämpfter, ja genau so. Sie lassen sich so leicht nicht unterkriegen. Du hast sicher recht. Boah, da ist wie zumal Bea oder so. Bea, ja. Ihr seid alle unversehrt. Bea, da bist du ja. Ich habe soeben selbst eine Rettungsaktion erfolgreich zum Abschluss gebracht. Kann ein Mädchen hier nicht einen Moment... Kann ein Mädchen hier nicht einen Moment ausruhen? Hä? Deine Verletzung... Ist alles in Ordnung mit dir? Jetzt können wir uns damit nicht aufhalten. Wir müssen... Was? Wer bist du denn? Ich bin Otenko. Der Lichtterrenial. Du bist also Meister Otenko. Der Mentor, der im Laufe deiner Jahre schon unzählige Vampire gebürgert war. Diago beherrscht also endlich seine Solarpistole. Wie geht's Ernst und Kay? Verstehe. Sie haben also die Vampire in Schach. Sie halten also die Vampire in Schach. Okay, ich werde ihnen Verstärkung geben. Du gehst mit den anderen voraus und bringst sie in Sicherheit. Wir treffen uns dann wieder im Laden, okay? Sie kämpfen gegen zwei Vampire. Sei vorsichtig. Du auch. Möge die Sonne dich begleiten. Ja, so langsam stresst der Satz. Ja, da will ich drauf speichern. Mit Schwert und Pistole. Ah, jetzt können wir wahrscheinlich Tag und Nacht dann wechseln, wenn wir spielen wollen. Hoffentlich ist es immer Nacht. Aha.
Oh Mann, du hättest mal die Yangula sehen sollen. Er stürzte einfach rein und riss diesen Monster alle Glieder raus. Erstaunlich. Das hättest du selbst sehen sollen. Warte mal, hat er nicht nur gegen ein Monster gekämpft? Und wie kann jemand mit einer Pistole alle Glieder herausreißen? Die Bosse sind noch immer nicht da. Das ist ein viel größeres Problem. Oder hattest du schon vergessen? Sei nicht so ein Kriegskram. Wie wird es schon gut gehen? Schließlich ist er auch Bär rübergegangen, um ihm zu helfen. Ist sie wirklich? Na, das ändert die Sache natürlich. Das heißt, dass die drei besten Revolverhelden der Zunft gemeinsam kämpfen. Ich bezweifle, dass ein paar Vampire denen etwas anhaben können. Ja, natürlich. Okay, ich habe den Bock, der alle Gegner allein die Vampire. Die haben also endlich ihr Gesicht gezeigt. Bea ist auch dort. Das Mädchen scheint uns ja ständig über den Weg zu laufen. Aber eigentlich nicht so gerne etwas mit ihr zu tun. Sie ist lästig. Warum braucht Ernst und Keno so lange? Du glaubst doch wohl nicht, dass die Vampire sie erwischt haben, oder? Keine Panik. Im Moment können wir ohnehin nur an sie glauben. Und abwarten. Aber ich halte diese Warterei nicht mehr aus. Ich gehe nachschauen. Django, warte. Bea. Wo sind Ernst und Kay? Ich habe das hier gefunden. In der Nähe eines Eingangs zur Kanalisation. Das gehört Ernst. Die Vampire. Sie müssen sie erwischt haben. Es ist eine Falle. Sie benutzen sie als Köder, um uns in die Kanalisation zu locken. Das ist für uns gefährlich. Kein Sonnenlicht dringt ein. Falle oder nicht, wir müssen ihnen helfen. Wir gehen in die Kanalisation. Komm, Bea. Nein. Wir können nicht einfach unsere Kameraden und die Bewohner der Stadt zurücklassen. Verstehst du denn nicht, wofür die beiden vor allem kämpften? Aber wir können doch nicht einfach... Ich weiß. Es muss etwas geben, was wir unternehmen können. Was ist? Hey, warte. Lauf nicht vor mir weg. Hä? Das ist... Weglaufen? Warum glaubst du, ich würde vor dir davonlaufen? Sobald wir Augenkontakt hatten, bist du aufgestanden, nicht wahr? Ich hatte alle Informationen über die Vampire, die ich von dir erhalten. Das war's. Ich werde nicht länger hier herumhängen, nur damit du mir keine listigen Aufgaben aufbürdest. Aber du hast uns doch vorhin auch schon geholfen. Ach was. Das war doch eine Lappalie. Na, wenn du mir nicht mehr zu sagen hast, dann lass es. Aber ich möchte dir wenigstens danken. Alle sind gesund und in Sicherheit. Und das haben wir dir zu verdanken. Hey, das war mir doch völlig Schnuppe. Sabata, ich weiß. Für dich ist es nur eine lästige Aufgabe. Aber ich frage dich dennoch. Bitte, hilfst du uns, unsere Kameraden zu retten? Vampire haben sie in ihre Gewalt gebracht. Ich will mich nicht wiederholen. Ich kämpfe allein. Für mich. Basta. Warum sollte ich mich um deine Freunde kümmern? Dann komme ich mit dir. Du kannst die Vampire erledigen, während ich Ernst und Kay rette. Dann ist die Sache doch geritzt, oder? Geritzt? Zum Teufel. Als würde ich hierfür eine Göre babysitten. Na egal. Du gehst also vor, Django? Wirklich? Du bist dir sicher, dass es okay ist? Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Natürlich.